2. Vorwort des Herausgebers. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, war Deutschland auch nach 1945 einer Flut von Lügen ausgesetzt. Mit dieser Schrift liegt uns nun ein gründlich erarbeiteter und wissenschaftlich fundierter Überblick zur einschlägigen internationalen Literatur vor. In diesem Buch kommen mehrere hundert Persönlichkeiten zu Wort, Historiker, Wissenschaftler, Politiker, Publizisten, die ungerechtfertigten, gegen Deutschland und das deutsche Volk gerichteten Anschuldigungen und Behauptungen eine Absage erteilen. Es ist mein Wunsch, dass Freispruch für Deutschland einen weiten Leserkreis findet. Die Deutschen rufe ich auf, sich von ihrem nationalen Minderwertigkeitskomplex zu lösen, der ihnen unter Siegerbajonetten und mittels verordneter radikaler Umerziehung aufgedrängt wurde. Dr. Robert 50. Brock. Washington, D.C. Im August 1995. 3. Einleitung. So mancher Mächtige in Mitteleuropa ist nur deshalb oben auf, weil das deutsche Nationalbewusstsein unten ist. Nestbeschmutzer verlören Posten, Einfluss und sehr viel Geld. Gäbe es bei den Deutschen eine normale, nationale Grundeinstellung wie in anderen Völkern, wie noch in der frühen Bundesrepublik oder in der Weimarer Zeit und wie sie im tadellosen Grundgesetz zum Ausdruck kommt, Amtseid der Politiker, den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Um deutsches Nationalbewusstsein niederzudrücken, verschanzen sich Nationalmasochisten hinter dem breiten Rücken des Auslands. Man behauptet, alle Welt würde von den deutschen Kriecherei, Verdammung der Kriegsgeneration, ja sogar Abschied von der eigenen Nation verlangen. Deshalb wird weitgehend totgeschwiegen, dass es eine Vielzahl von Druckwerken ausländischer Historiker und Publizisten gibt, die das deutsche Volk von ungerechtfertigten Anschuldigungen freisprechen und die darauf hinweisen, dass es auch Schuldanteile anderer Mächte gibt. Worum es im vorliegenden Buch geht, sei mit Worten prominenter ausländischer Persönlichkeiten ausgedrückt. 1963 erklärte der Präsident der französischen Nationalversammlung und nachmalige Ministerpräsident in Paris, der einstige Resistskämpfer Jacques Chaban-Delmas, Dr. Gerhard Frey in einem Interview, an die Adresse des deutschen Volkes gerichtet: Es ist genug gesühnt. Schluss damit. Lassen Sie sich durch das ewige Gesühne nicht die Zukunft Ihrer Nation 4. vergiften. Haben Sie keine Komplexe. Hören Sie auf damit. Die Geschichte wird über jene, die Deutschland zu ewiger Sühne verdammen wollen, hinweggehen. Knapp drei Jahrzehnte später sagte Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand den Deutschen bei seinem ersten Besuch in den neuen Bundesländern: Wissen Sie, Ihre Interessen zu vertreten, ist kein Nationalismus, sondern die normale Verteidigung Ihrer Produktionskapazitäten, die Erhaltung Ihrer Art von Zivilisation. Auch britischerseits gab es zahlreiche Aufrufe zur nationalen Normalisierung der Deutschen. Anfang 1979 sagte der damalige Premier Edward Hutt: Wenn ich immer wieder von meinen deutschen Freunden höre, nein, es geht nicht, sehen Sie doch, was in der Vergangenheit passiert ist, die anderen wollen das nicht, so halte ich diesen Standpunkt für völlig falsch. Als er im Herbst 1993 in Deutschland weilte, äußerte der langjährige Präsident des American Jewish Committee und nunmehrige Ehrenvorsitzende dieser großen jüdischen Vereinigung Amerikas, Theodor Ellenhoff: Wenn eine ganze Nation positive Grundempfindungen gegenüber dem eigenen Land verdrängt, kann dies abträgliche Folgen haben wie bei einem Individuum. Eine solche Nation wird sich selbst und für die internationale Gesellschaft zum Problem. Die jungen Deutschen tragen Verantwortung angesichts ihrer Geschichte, und sie sind zugleich verpflichtet, dieser Geschichte jene Traditionen zu entnehmen, die es ihnen erlauben, unbefangen und mit Stolz zu sagen: Ich bin ein Deutscher. Schließlich ein Wort von Yasuhiro Nakasone, japanischer Ministerpräsident von 1982 bis 1987. Er schrieb in seinen Erinnerungen: Mein Leben in der Politik, ein Volk,
das sein Land nicht liebt und nicht stolz auf sich selbst ist, kann weder andere Völker achten noch von anderen Völkern geachtet werden. Die in diesem Buch erwähnten rund 700 Titel stellen eine Auswahl aus der Fülle entsprechender ausländischer Literatur dar. Soweit die Werke nicht mehr im Buchhandel oder Buchversand erhältlich sind, können sie in öffentlichen Bibliotheken, gegebenenfalls durch Fernleihe, oder in Antiquariaten beschafft werden. 5. I. Im Zweiten Weltkrieg erschienen zahlreiche Schriften ausländischer Verfasser, die den Schuldanteil nicht deutscher Mächte am Völkerringen hervorhoben. Dazu zählte beispielsweise das 1940 in Essen unter dem deutschen Titel Weltherrschaft und die Rechtlosigkeit der Meere, im Original, Verdienste Spot It Ock Hafes Frihei, veröffentlichte Werk des norwegischen Juristen und Dozenten an der Universität Oslo, Herman Herisal. Er klagte vor allem die Weltherrschaftsanmaßung und Skrupellosigkeit des britischen Empire an. Der amerikanische Geschichtsprofessor Henry M. Adams, Jahrgang 1907, ist mit mehreren Deutschland entlastenden Werken hervorgetreten. 1977 erschien in New York sein Buch Harry Hopkins, A Biography, The Life Story of the Man Behind FDR, The New Deal, and Allied Strategy in World War II. Es stellte das Treiben jenes Harry Lloyd Hopkins bloß, der zeitweise als zweitmächtigster US-Politiker nach Präsident Roosevelt galt, engste Partnerschaft mit Stalin erstrebte und frühzeitig auf Krieg hinarbeitete. Laut Professor Hoggan handelt es sich bei dieser Hopkins-Biografie um eines der schockierendsten Bücher, die je erschienen sind, eine aufsehenerregende Enthüllung von Verlogenheit. Mit seiner Gattin Robin brachte Adams, inzwischen Emeritus der kalifornischen Universität Santa Barbara, 1987 am Sitz der Hochschule das Werk Real Patriot. A Biographie of Franz von Papen heraus. Es widerlegt zahlreiche gehässige Verleumdungen gegen Papen, der 1932/33 deutscher Kanzler und Vizekanzler war, und entkräftet auch manche antideutschen Anklagen. Das Ehepaar Adams, mit den von Papens bestens bekannt, hatte sämtliche Privatunterlagen auswerten können. Historiker Dr. Franz Willing, 1987, das Thema ist voll ausgeschöpft, die Biografie Papens ist ein wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte, ein Spiegel deutschen und europäischen Schicksals im 20. Jahrhundert. Die Übersetzung des Werkes ins Deutsche ist ein dringendes Anliegen. Von weiteren wichtigen Büchern Professor Adams sind vor allem zu erwähnen die 1960 in Würzburg erschienene tiefschürfende Studie Die Beziehungen zwischen Preußen und den Vereinigten Staaten 1775 bis 1870, im Original Prussian-American Relations, Cleveland 1960, über das goldene Zeitalter im deutsch-amerikanischen Verhältnis und das geschichtsphilosophische Werk Recht im Dienste der Menschenwürde, Love in the Service of Human Dignity. Aga Khan, 1877 bis 1957, war Oberhaupt der Religionsgemeinschaft der Ismaeliten und wirkte in den 30er Jahren als Präsident des Völkerbundes in Genf. In seinen 1954 in Basel auf Deutsch erschienenen Erinnerungen, die Memoiren des Aga Khan, The Memoirs of Aga Khan, legte er den Finger auf eine entscheidende Wunde der Zeitgeschichte, wir müssen uns noch einmal. 6. Jene unglückliche, falsche und ungerechte Behauptung ansehen, die am Ende des Ersten Weltkrieges aufgestellt wurde und dann im Versailler Friedensvertrag ihren Niederschlag fand, dass Deutschland allein schuld am Krieg gewesen sei. Man habe Deutschland als Sündenbock missbraucht und gebrandmarkt. Der Völkerbund sei so aufgezogen gewesen, dass die Besitzenden unter den Nationen alles nach ihrem Willen drehen konnten. In ihrem 1992 in Moskau auf Russisch und in München auf Deutsch erschienenen Werk Geheimimperium KGB Totengräber der Sowjetunion widerlegt Jewgenija Albats, Jahrgang 1958, russische Publizistin jüdischer Abstammung, die antideutsche Mehr, Stalins Sowjetunion sei eine Befreiungsmacht gewesen.
Sie kreidet den Bolschewisten nicht weniger als 66 Millionen Morde an, begangen und anderes, wie sie berichtet, durch Massenvergasungen. In dem Buch weist die Mitarbeiterin mehrerer Zeitungen, so der Moskauski University und der Chicago Tribune, auch auf KZ-Terror im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands, vor allem in Buchenwald und Sachsenhausen, nach dem 8. Mai 1945 hin. Bei aller Schuld, die sich der nationalsozialistische Führer auflud, dass er den Krieg mit England wollte, behauptet heute wohl kein ernstzunehmender Autor mehr. Im ersten Vierteljahrhundert nach Kriegsende war dies noch anders. Doch schon 1960 erschien in Durham, North Carolina, USA, aus der Feder des amerikanischen Zeitgeschichtlichers Walter Ansel das aufschlussreiche Buch Hitler confronts England. Professor David 50. Hoggan, Bahnbrecher des Revisionismus, nannte das Werk eine hervorragende Quelle zu Hitlers vielen Bemühungen, mit England zu einer Verständigung zu gelangen, nachdem er Kanzler geworden war. Deutsche Wehrmachtssoldaten kämpften im Osten nicht gegen eine Macht der Befreiung, sondern gegen die Truppen eines Systems, das, rein zahlenmäßig jedenfalls, den gewaltigsten Holocaust des 20. Jahrhunderts verbrochen hat. Dies wird auch deutlich bei der Lektüre des 1983 in München und Zürich erschienenen Buches Stalin. Porträt einer Tyrannei, das 1980 in New York unter dem russischen Originaltitel Portrait Tirana herausgekommen war. Verfasser ist Anton Antonaus Sejenko, 1920 geborener russischer Historiker, Sohn jenes berühmten sowjetischen Revolutionärs, der den Sturm auf den Winterpalast 1917 anführte und 1938 auf Stalins Geheiß liquidiert wurde. Anton Antonaus Sejenko hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass sich unter den Kriegstoten der Sowjetunion, die von der Kremlführung den Deutschen angelastet wurden, Millionen in Wahrheit durch Stalins Genickschuss und Gulag-Terror ums Leben gekommene Menschen befanden. 7. Aus den J ab, 1902 bis 1954.